Willem Röpke würde uns darauf hinweisen, dass unser eigentliches Problem eben nicht nur im Materiellen liegt. Er würde darauf hinweisen, dass wir sicherlich ein Ordnungsproblem haben, dass wir internationalen Reformbedarf haben, dass unser Problem aber auch darin liegt, dass eben bestimmte moralische Fundamente der Marktwirtschaft, auf die sie angewiesen ist, derzeit nicht mehr gegeben sind. Also müssen wir, so würde er sagen, an unseren moralischen Fundamenten arbeiten. Ja, es deutet eben sehr vieles darauf hin, dass eine Rückkehr keynesianischer Wirtschaftspolitik bevorsteht. Eine Rückkehr, die sich jetzt gegen einen falsch verstandenen Neoliberalismus richtet. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Ordnungspolitiker besteht darin, darauf hinzuweisen, dass es neben dem falschen Neoliberalismus einen besseren Neoliberalismus gibt. Und das ist eben die deutsche Ordnungspolitik, wie sie in der ursprünglichen Fassung der sozialen Marktwirtschaft einmal sehr erfolgreich zur Anwendung gekommen ist. Ja, Ordnungspolitik kann, das hat die Finanzkrise gezeigt, nur noch international gestaltet werden. Es bedarf einer Regulierung der internationalen Finanzmärkte. Diesen muss ein transparenter Ordnungsrahmen gegeben werden. Und das ist die zentrale ordnungspolitische Aufgabe der Zukunft.